gehört, du würdest mich gern sehen? Weil du ein paar Fragen an mich hast? Nur eine. Wer den Mord an deinen Eltern in Auftrag gegeben hat? Er ist der Jurist. Der Innenminister. In einer halben Stunde haben wir ein Treffen mit Anna Lerch. Ist jemand nach mir ins Gebäude gekommen? Nein. Ah, war so, als hätte ich da was gehört. Im Treppenhaus. Ich weiß es nicht. Wer ist der Jurist? Wo haben Sie denn Herrn Held gelassen? Er ist nicht hier? Nein. Aber er hat nach Beendigung seines Berichtes für das BKA vor über 2 Stunden das Präsidium verlassen. Guten Morgen, Frau Bannberg. Haben Sie was von Nikolas gehört? Dasselbe wollte ich Sie auch gerade fragen. Sein Handy ist jedoch immer noch aus. Ja, bestimmt hat er nur wieder vergessen, es aufzuladen, ne? Vielleicht ist er auch schon im Büro. Vielen Dank, Herr Korthals. Ich komme jetzt auch gleich runter. Ja, auf Wiederhören. Ciao. Nikolas? Nikolas? Oh, schön. Herr Korthals, ich habe hier lediglich... Ich dachte, Sie wären Nikolas. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Aber Ihnen dürfte bekannt sein, dass Herr Held um diese Zeit in seinem Büro eher selten anzutreffen ist. Guten Morgen. Ich dachte doch nur... Gibt es irgendwelche Neuigkeiten von Held? Ich meine, da stimmt doch was nicht. Keine Sorge. Sie kennen doch Herrn Held. Sicherlich wieder einer seiner Ausflüge. I'm just a poor, lonesome cowboy und so weiter. Denken Sie an das letzte Mal. Beim letzten Mal hat er seine Waffe- und Dienstausweis aber dagelassen. Ja. Sie machen sich doch auch Sorgen. Jedenfalls war er außergewöhnlich fleißig. Ich kann mir mal den Verlauf ansehen. Bitte darum. Vielleicht weiß Frau Dr. Holle ja was. Komm mal mit. Held war gestern noch bei mir. Was hat er denn gewollt? Den KTU-Zwischenbericht von der Schießerei. Das BKA hat zwar sein eigenes Team eingesetzt, mir aber freundlicherweise das Material zukommen lassen. Mutmaßlich ist der Täter durch den Keller ins Treppenhaus gekommen. Wie genau, ist unbekannt. Er hat seine Opfer gezielt nacheinander ausgeschaltet. Das Kaliber der Tatwaffe ist 5,6 mm, keinerlei Patronenhülsen. Ein handlicher Revolver für den Fangschuss? Ja. Wurde er gefunden? Den wird der Täter mitgenommen haben. Höchstwahrscheinlich ist er aufs Dach geklettert, dann auf ein Nebengebäude und so geflohen. Das ist noch unklar. Klar ist auf jeden Fall, dass es sich um den Juristen handelt. Gibt es denn nicht doch noch irgendeine Möglichkeit, ihn zu identifizieren? Bei seinem Spitznamen ist davon auszugehen, dass er Lutz Büttke und die anderen Zuhälter, für welche er sein Geldwäschesystem entwickelte, zuvor als Rechtsbeistand kennengelernt hat. Wir haben alle Akten daraufhin überprüft. Auch die Prozessakten? Ich meine, vielleicht war er ja Strafverteidiger. Sämtliche nordrhein-westfälischen Verfahren. War auf jeden Fall vor seiner Ludenkarriere hier im Ruhrpott auf St. Pauli in Hamburg aktiv. Hm. Naja, wir müssen nach jedem Strohhalm greifen. Ja, das ist absolut korrekt. Ich werde die entsprechenden Akten anfordern. Hanna. Oh, ich habe ein ganz komisches Gefühl.
Zeig dich, du Dreckschwein! Ich weiß, wer du bist! Innenminister. Störe ich? Nein, ganz und gar nicht. Hallo. Die Frage ist, wie geht es Ihnen? Sollten Sie sich nicht besser ausruhen? Ach, das ist nichts. Ich hatte Glück im Unglück, wie man so sagt. Nein, da ist keine Sehne oder sowas Wichtiges getroffen. Gott sei Dank, da bin ich aber froh, dass das so glimpflich ausgegangen ist. Ja. Kann ich Ihnen ein Wasser anbieten? Ja, danke. Also, ich kümmere mich um die Soko, die diesen Juristen jagt. Deswegen wollte ich gerne zu Kommissar Held. Wegen seines Gesprächs mit Frau Lerch. Vielleicht hat sie doch irgendwie einen kleinen Hinweis gegeben. Herr Held ist seit gestern Abend verschwunden. Verschwunden? Was meint sie damit? Er ist nicht zur Arbeit erschienen und telefonisch können wir ihn auch nicht erreichen. Ich denke, dass er vielleicht etwas über diesen Juristen herausgefunden hat und wahrscheinlich jetzt in Schwierigkeiten ist. Komm hin, sein Büro. Ah ja. Herr Funke, Herr Ahmed. Haben Sie etwas gehört von Kommissar Held? Wir machen uns wirklich Sorgen um Nicholas. Ja, und deswegen wollten wir eine Vermisstenanzeige aufgeben. Waren Sie schon bei ihm zu Hause? Ja, aber keine Spur von ihm. Unser Dilemma ist folgendes. Da es einerseits keinen konkreten Verdachtsmoment gibt und andererseits lediglich 12 Stunden vergangen sind, können wir ihn nicht offiziell als vermisste Person führen. Sie müssen was machen. Wir gehen besser in mein Büro. Kommen Sie. Sie müssen mich unbedingt auf dem Laufenden halten, Frau Pannenberg, ja? Und wenn Sie Unterstützung brauchen, von mir bekommen Sie sie. Vielen Dank, Herr Innenminister. Danke. Ach ja, da ist noch was, hätte ich beinahe vergessen. Ist vielleicht ein bisschen unpassend jetzt, aber ich wollte Sie lieber vorwarnen. Nein, keine Angst, das ist nichts Schlimmes. Also, der Justizminister hat mich neulich um eine Einschätzung gefragt, was Sie anbelangt. Und es geht darum, in Passau wird demnächst die Stelle des Oberstaatsanwaltes frei und da sind Sie in der engeren Wahl. In der engsten, um es genau zu sagen. Hm. Ja. In Passau. Deswegen die Vorwarnung. Danke. Ja, also Sie sollten sich darauf einstellen, demnächst einen Anruf zu erhalten. Ja. Danke. Da es ausgeschaltet ist, bedauerlicherweise nicht. Ja, dann schalten wir es wieder an. Ich meine, die Geheimdienste machen sowas doch jeden Tag. Selbst wenn dem so sein sollte, nutzt uns das überhaupt nichts. Wir sind ja nicht beim Verfassungsschutz. Hier in Bochum verfügen wir über derlei Technik überhaupt nicht. Oder doch? Eventuell schon. Ja, bitte? Hallo. Hallo. Hier. Das ist das Scrantech 1100. Insider zahlen dafür bis zu 25 große Scheine. Aber es muss genau diese Baureihe aus dem Jahr 1998 sein. Gefertigt in Bochum. 25.000 Euro. Aber weshalb? Weil bei dem 1100 versehentlich eine Dualtechnik verbaut wurde, die es ermöglicht, sich mit derselben Nummer zweimal im Mobilfunknetz anzumelden. Heißt, sich sozusagen zu klonen. Was bringt das? Damals nichts. Aber heutzutage, wo es Online-Banking per Handy gibt, kannst du dich ganz easy als Kontoinhaber ausgeben, mobile Tarns abgreifen und fremde Konten leerräumen. Mit anderen Worten, Sie könnten auf diese Weise von Herrn Hells Mobiltelefon einen Zwilling generieren und es somit wieder aktivieren? Ganz genau, Herr Grün. Und wo bringen wir so ein Teil her? Naja, in einschlägigen Kreisen. Osteuropäische Banden sind da ganz scharf drauf. Das Telefonmuseum. Wie bitte? Ich war da schon ganz oft. Die haben da auch so einen Fernsprechapparat, der ist von 1894. Aha, hochinteressant. Ja. Und wie soll uns diese Ihre Freizeitgestaltung hier weiterhelfen, Herr Kortheiz? Ja, die haben doch so ein altes Scrantech-Handy. Die erste Baureihe, als das Werk noch hier produziert hat. Na also, holen wir uns dann Teil. Ja. Moment.
Wenn es sich um ein Museum handelt, dann wird man uns ja wohl kaum, so mir nichts, dir nichts, wichtige Exponate ausleihen. Aber Sie sind doch von der Polizei, Sie dürfen doch alles. Herr Ahmed, auch ich bin an Gesetze gebunden. Kommen Sie, Herr Grün. Das ist eine Chance, Nikolas zu orten. Und außerdem bekommen Sie es doch wieder, Chef. Meine Herren, wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Hineinzuversetzen, in ihn reinzuschlüpfen quasi. Hier, er hat diverse Suchmaschinen aufgerufen und überall komische Sachen eingegeben. La Dia, La Ardia. Verstehen Sie, was er damit gemeint hat? Natürlich. Das waren laut BKA-Bericht die letzten Worte von Anne Lerch. Das hat Held herausgefunden, vielleicht ein Name oder sowas. Das sind so viele Anfragen, aber kein Name oder eine Person. Tut mir leid, Frau Bannenberg. Aber vielleicht geht's gar nicht um einen Namen, vielleicht geht's um ein Wort. Aber Wort habe ich auch schon überprüft. Ja, auf Deutsch, aber nicht auf Spanisch. Und Anne Lerch hat ja jahrelang auf Mallorca gelebt und sich dort um das Geldwäschesystem gekümmert. Oh, jetzt muss ich sagen, Nikolas hat eine spanische Übersetzungsseite aufgerufen. Hier. La Ardia, das Eichhörnchen. Was hat Anne Lerch denn jetzt mit Eichhörnchen zu tun? Natürlich, die Eichhörnchen. Damals, nach den ersten Schüssen im Stadtpark, wo wir nicht wussten, wem die gegolten haben. Nikolas, die Eichhörnchen haben's verraten. Diese Internetkamera habe ich gefunden. Die Eichhörnchen-Freunde haben die im Park installiert. Ja klar, die Kamera. Ja. Mit der haben wir damals Anne Lerch identifiziert. Ist sie noch aktiv? Leider abgeschaltet. Der Verein ist pleite. Aber wieso erwähnt Anne Lerch das im Moment ihres Todes? Die verschwundenen Unterlagen aus dem Bankschließfach. Anne Lerch war im Park, als der Prothesenkiller zum zweiten Mal versucht hat, sie zu ermorden. Und bevor sie festgenommen wurde, hatte sie genug Zeit, die zu verstecken. Ja. Und genau da sind die Unterlagen. Und das hat Held herausgefunden. Herr Korthals, Sie sind ein Genie. Klasse, Herr Gesühn. Aber
gehen Sie bitte pfleglich damit um. Zum einen musste ich den Herren des Telefonmuseums versichern, dass wir das Gerät für einen speziellen Polizeieinsatz benötigen. Zum anderen habe ich mich verpflichtet, es wohlbehalten wieder abzuliefern. Ja, Frau Staatsanwältin? Aha. Bin sofort bei Ihnen. Danke. Irgendeine Spur wegen Nikolas? Das wird sich weisen. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, Herr Ahmed. Ja, Sie uns aber auch. Ja! Ja, ich habe mir erlaubt, für ein bisschen bessere Atmung zu sorgen. Was soll der Scheiß mit der Maske? Herr Innenminister. Das hier sind Schleifspuren. Das Blutspritzer. Herr Held. Hier gestanden haben, als er niedergeschlagen wurde. Und dann hat ihn der Angreifer da weggeschleift. Sie sind der Jurist. Sind der Mann, der meine Eltern umbringen lassen hat. Sie haben mich die ganze Zeit manipuliert. Es gab keinen Schützen in der BKA-Wohnung. Das waren Sie. Nein, nein, ist nicht nötig. Ich sehe gerade den BKA-Beamten. Herr Innenminister? Also, ich glaube, ich werde paranoid. Ich habe das Gefühl, da ist jemand im Treppenhaus. Ich überprüfe das. Herr Minister, gehen Sie bitte in die Wohnung. Hinter Ihnen! Sie hatten nicht viel Zeit. Ich weiß es nicht. Dann haben Sie sich selbst angeschossen. Und auf mich gewartet. Sollte da alles zu Ende sein.
Anna. Wer ist der Jurist? Aber Sie haben es versaut. Wer ist der Jurist? La di A. Sie haben es gehört. Haben sich an mich rangehängt, sind mir in den Park gefolgt. Und? Was soll die ganze Scheiße hier jetzt? Hä? Was soll die Scheiße? Sämtliche Streifen befinden sich nun auf der Suche nach Kommissar Held. Okay. Ich danke Ihnen. Ja, sende ich Ihnen. Herr Grün? Ja? Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat soeben die geforderten Akten geschickt. Aha. Dabei dürfte es sich um die Gerichtsakten handeln, welche Frau Bamberg angefordert hat, die von Lutz Büttke und den anderen Zuhältern. Wie viele Verfahren sind es denn? Verfahren? Keine Ahnung. Also bei der Menge würde ich eher einen Ordner zählen. Wie? Oh. So. Wenn der Jurist Büttke und Co. in Hamburg wirklich begegnet ist, dann hat er dort beim Zuhälterprozess auf jeden Fall die kriminelle Seite vertreten. Der erste Strafverteidiger, dessen Name ich hier lese, ist ein Herr Rechtsanwalt Achim Wolbers. W-O-L-B-E-R-S. Wolbers ist vor 8 Jahren verstorben. Aha, der Nächste. Alright. Es klappt. Ich habe das Ding unter Nikolas Nummer am Netz angemeldet. Wenn ich es jetzt aktiviere, geht auch sein Handy an und dann kann ich die Triangulation starten. Ich habe keine Ahnung, wovon du quatschst, aber geht das nicht schneller? Ja, ja, schon gut. Und danke fürs Lob. Ja, das gibt's erst wieder, wenn Nikolas da ist. Egal, was sie planen. Das Spiel ist aus. Ihr Name steht dick und fett in allen Lerchs Unterlagen. Alles längst zerstört. Was soll die ganze Scheiße hier denn jetzt? Warum haben Sie mich nicht gleich im Park erschossen? Sie wollten wissen, ob ich Sie enttarnt habe. Und jetzt wissen Sie es. Ja, ich bin der Letzte, der über Sie Bescheid weiß. Ja. So sieht das aus. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Sie einfach so weiter Innenminister spielen können. Doch. Das glaube ich schon. Nein, ich brauche diese Leber nicht. Aber ich danke Ihnen für die Beantwortung dieser ungewöhnlichen Anfrage. Danke. Insolvenz aufgrund von Spielsucht und Alkoholismus. Er lebt mittlerweile in einem Männerheim. Herr Dunker ist 2011 aus dem Dienst ausgeschieden aufgrund einer Parkinson-Erkrankung. Na toll. Damit hätten wir auf der Verteidigerseite alle durch. Und da ist definitiv nicht der Jurist dabei. Scheiße! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Entschuldigung, das musste jetzt einfach mal raus. Das ist nur allzu nachvollziehbar. Was wäre, wenn wir die ganze Zeit auf der falschen Seite suchten? Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass der Jurist sein Geldwäscheklientel als ihr Anwalt kennenlernte. Was hingegen, wenn er auf der anderen Seite stand? Sie meinen als Vertreter der Anklage? Nun, es wäre kein Novum, dass sich jemand, und verzeihen Sie mir bitte dieses Bild, dass sich jemand von der dunklen Seite angezogen fühlte. Und schließlich ging es um sehr viel Geld. Der Gedanke fällt mir wahnsinnig schwer, aber wir müssen auf allen Ebenen ermitteln. Also hier nochmal die Prozessakte Lutz Büttke. Der Staatsanwalt damals hieß... Skurril. Er hieß wie unser Innenminister. In diesem Fall auch. Der Vertreter der Anklage, Uwe Herbst. Unser Innenminister war also vor seiner politischen Karriere Staatsanwalt. Der Innenminister? Ist so unmöglich. Oder? Herbst hat nach Hells Mallorca-Trip den Deal gemacht. So hat er seine Recherchen immer unter Kontrolle. Und er war auch der Erste bei Anne Lerch in der BKA-Wohnung. Wir müssen uns mal klar machen, was wir aussprechen. Wenn diese Vermutung den Raum verlässt, ohne dass wir Beweise dafür haben, dann... Sind wir unsere Arbeitsplätze los, noch ehe es uns gelingt, bis 3 zu zählen. Aber er wurde angeschossen. Und es hat keine Waffe gegeben. Mal hypothetisch. Wenn es wirklich war, dann müsste die Waffe doch gefunden worden sein. Andererseits birgt die fehlende Waffe
eventuell auch eine gewisse Chance. Sollte der Herr Innenminister tatsächlich Anne Lerch und den BKA-Beamten exekutiert haben, dann muss er ja zwangsläufig auch sich selbst angeschossen haben. Dann muss die Waffe am Tatort sein. Fahren Sie dann noch mal hin, ich verschaffe uns Zeit. Wenn Herbstheld tatsächlich hat und er noch lebt, dann sicher nicht mehr lange. Vielleicht wichtig. Dann sollten Sie besser rangehen. Was gibt's Neues? Also erstmal, wie geht's denn Ihnen? Gut, ausgezeichnet. Sehr beschäftigt, also? Also wir haben die Unterlagen gefunden, die Anne Lerch über den Juristen versteckt hatte. Sie sind im Stadtpark gewesen. Vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn Sie einfach mal vorbeikämen. Dann wissen Sie, wer der Jurist ist? Nein, also einen Namen haben wir noch nicht. Ach so. Was haben Sie denn dann? Frau Bannberg? Sie haben nichts, Sie rufen mich an und haben nichts, Sie stören mich. Ich bin mitten in einem wichtigen Gespräch. Doch, wir haben etwas. Wir haben einen Augenzeugen, der Held und den Angreifer gesehen hat. Wir lassen gerade eine Phantomzeichnung erstellen. So, na dann. Schicken Sie sie mir, sobald sie fertig ist. Bin schon sehr gespannt. Ja. Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Was ist denn? Es klappt. Ich hab seine Location. Die alte Schwimmhalle. Aha. Die haben sie vor 2 Jahren dicht gemacht. Ich sag Herrn Grün Bescheid. Lass mal. Nicholas ist jetzt nicht gefunden. Ich will selber danach schauen. Ja, meinst du, das ist eine gute Idee? Wenn Sie mich jetzt umbringen, dann sagen Sie mir wenigstens vorher, warum meine Eltern sterben mussten. Keine Lust, drüber zu reden. Das ist mir doch scheißegal, ob Sie da Lust dazu haben. Sie sind der Letzte, der es mir noch sagen kann. Alle anderen sind tot. Ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren. Du hast überhaupt kein Recht. Scheiße. Kommen Sie zurück. Sind Sie zu feige für die Wahrheit? Halt die Klappe! Keine Verstecke. In der Wohnung kann die Waffe nicht sein. Demnach muss sie sich irgendwo draußen befinden? Die Kollegen vom BKA haben alles abgesucht. Ebenso die Nachbarwohnung, das Dach und das Treppenhaus. Was ist denn? Ach so.
Der Schacht ist bereits überprüft worden, sowohl hier oben als auch im Keller, wo der Unrat in die Tonne fällt. Der Schacht ist mit Metall ausgekleidet. Gut. Und? Das erinnert mich irgendwie an diese Krimi-Geschichte, der Dolch aus Glas, der im Swimmingpool liegt, also quasi vor den Augen des Kommissars. Ich fürchte, ich bin nicht in der Lage, Ihnen zu folgen. Rein logisch betrachtet ist der Schacht das einzig mögliche Versteck. Was, wenn die Waffe präpariert worden wäre, so dass sie zwischen hier oben und dem Keller schwebt? Durch Magie. Indem sie magnetisch gemacht wurde. Da. Cleverer Bastard. Aber nicht so clever wie unsere Frau Dr. Holle. Herbst! Herbst, wo sind Sie? Sagen Sie mir endlich die Wahrheit. Was ist damals passiert? Wie wär's, wenn du einfach weggehst? Ha? Geh doch weg, geh weit weg, ich geb dir Geld, ich hab genug, hau ab! Geld interessiert mich nicht. Ich will den Grund. Warum meine Eltern? Ha? Der Killer hat gesagt, nur mein Vater sollte sterben. Wieso? War es wegen dem Blacklight? Ach. Hat er nicht wegen dieser Diskothek? Er hat sie mir weggenommen. Wer? Wen? Sarah! Sie war meine Frau! Sie und meine Mutter? Ja. Und du? Du siehst so aus wie sie. Können wir denn beweisen, dass Herbst die Waffe benutzt hat? Frau Dr. Holle hat Fingerabdrücke sichern können und überprüft sie gerade. Das gilt es jetzt noch abzuwarten. Ah, Treffer. Wir haben die sprichwörtliche Smoking Gun gegen den Herrn Innenminister. Ich werde sofort Haftbefehl beantragen. Wir müssen ihn jetzt nur noch finden. Moment bitte. Entschuldigung, Frau Bannberg, aber es geht um Nikolas. Ich war damals in Hamburg Gastdozent an der Uni. Jura. Auf einer Party, da habe ich sie kennengelernt. Ich habe mich sofort in sie verliebt. Sie war Studentin. BWL-Studentin. Aber eigentlich war ihr das alles viel zu trocken. Sarah wollte das Abenteuer. Ach, und das Abenteuer haben Sie ihr gegeben? Zusammen mit Ihren Zuhälterfreunden? Weißt du, ich hab keine Ahnung. Das waren dann ganz andere Zeiten. Wir haben damals auf Mallorca das Geldwäschesystem ausprobiert, in Clubs, die Sarah dann geleitet hat. Ja, die Buchhaltung gemacht. Das Nachtleben. Das war ihre Welt. Wusste sie, mit was für ein Geld sie da hantiert? Natürlich nicht. Ich hätte sie nur in Gefahr gebracht, wenn ich alles erzählt hätte. Sarah war ein ganz moralischer Mensch. Aber dann hat sie es trotzdem rausgefunden. Ja, so ein Barkeeper hat es ihr gesteckt. Und dieser Barkeeper, der hieß Erik Held. Mein Vater. Er hatte nicht nur erklärt, woher das Kapital kommt. Er hat sich auch an sie rangemacht. Und ich, Idiot, hab's nicht gemerkt. Ich war blind, bis es zu spät war. Und dann sind sie zusammen abgehauen mit meinem Geld aus dem Tresor. Abgehauen! Ich habe sie 10 Jahre lang gesucht. Aber die waren clever, du. Sie sind hier nach Bochum gekommen, weil sie dachten, hier kann ich sie nicht finden.
wegen dem Geldwäschesystem brauchten sie immer neue Clubs. Und so haben sie sie entdeckt. Aber ihr Keller hat versagt. Ja. Kann man so sagen. Ich hatte ihm extra eine Lerch geschickt, damit sie den Türsteher ablenkt, der immer um sie rum war. Erik war immer bis spät nachts ganz alleine in der Disco. Ganz alleine. Konnte keiner ahnen, dass es ausgerechnet ihr Hochzeitstag war. Nur weil mein Vater ihn meine Mutter ausgespannt hat. Minister. Suchen Sie auch Kommissar Held? Lassen Sie das fallen! Sie sind es. Wo ist Nicholas? Hey! Keine Sorge, Carlo. Alles ist gut. Nicht? Bitte zwing mich nicht, mein Junge! Ich bin nicht Ihr Junge. Es längst zu Ende bringen können. Warum hast du es nicht gemacht? Ich endlich die Wahrheit wissen wollte. Ich bin es so leid, darauf zu warten. Aber jetzt weiß ich es ja. Heute geht es zu Ende. Nicht. So einfach kommen Sie nicht davon. Waffe runter! Waffe runter! Ruhe bewahren allerseits. Das ist unser Kollege, wie Sie unschwer erkennen können. Und der Funke befindet sich ebenfalls auf unserer Seite. Gegen Herrn Innenminister Herbst liegt ein Haftbefehl vor. Unter anderem wegen mehrfachen Mordes. Festnehmen bitte. Ich werde auf Frau Dr. Holle und ihr Team warten. Ja. Kann ich Sie mitnehmen? Da ich ja quasi in Herbsts Kofferraum angereist bin, gerne. Einen Moment noch, ja? Mhm. Sag mal, haust du jetzt einfach so ab, ohne dich von mir zu verabschieden? Quatsch. Aber ich muss mich wieder um die Bar kümmern. Ich kann dir nicht den ganzen Tag den Arsch retten.
Wir haben ihn gekriegt, wie du gesagt hast. Ja. Es ist vorbei. Also. Weißt du, was ich nicht verstehe? Wieso hat er mich nicht erschossen? Im Park, im Schwimmbad. Er wäre jetzt frei. Ich hab dich gehört, Carlo. Du hast zu ihm gesagt, sie sind es. Was hast du damit gemeint? Ja, dass das ihm ist, der, den du die ganze Zeit gesucht hast. Nein, es hat anders geklungen. Ich kenne dich, Carlo. Das nicht, bitte. Du weißt genau, ich werde das nicht ruhen lassen. Als ich deine Eltern kennengelernt habe, da war deine Mutter gerade schwanger mit dir. Ich hatte das Gefühl, dass es da irgendwas gab, was sie mir nicht erzählen wollten. Ich habe mich da auch nicht eingemischt, ging mir auch gar nichts an. Die beiden waren so verliebt. Ja, ist gut, das weiß ich jetzt weiter. Manchmal war Sarah sehr ängstlich. Eines Tages hat sie mich beiseite genommen. Wenn irgendwann jemand auftaucht, der ein hohes Amt begleitet und zu dir will, würde ich dich sofort in Sicherheit bringen. Wieso mich? Mein Vater war doch seine Hassfigur. Er war ihr schlimmster Fehler. So hat ihn deine Mutter genannt. Und er sollte dich niemals finden. Herbst ist dein leiblicher Vater, Nicholas. Na? Und jetzt, Nicolas? I wish I could solve this, I just can't. I wish I could solve this.